Als 1972 das Transitabkommen zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen wurde, vereinbarte die DDR auch umfangreiche Zahlungen durch die BRD zur Ertüchtigung der Transitstrecken. So berappte die Bundesrepublik zum Beispiel fast 260 Millionen D-Mark, um beispielsweise die heutige A2 zwischen Marienborn und dem Berliner Ring zu sanieren. Ratterte man bis Mitte der 1970er Jahre noch über die Betonpiste aus der Zeit des Dritten Reichs, verführte danach schöner Asphalt dazu, die erlaubten 100 km/h zu übertreten. An so eine mit viel Westgeld schön hergerichtete Straße gehörte natürlich auch ein Hinweis für die Transitreisenden, zum Beispiel, dass sie gerade an der Stadt des Schwermaschinenbaus vorüberfuhren. Und pünktlich zum 30. Tag der Republik, also am 7. Oktober 1979, wurde diese Stele, die hier am Haken eines Schwerlastkranes hing, feierlich eingeweiht. Auf dem Fuß ist eine kleine Inschrift, steht drauf 7. Oktober 1979, also die Historiker oder Geschichtsinteressierten werden wissen, Tag der Republik, wurde die aufgestellt und laut Zeitzeugenaussagen an der A2 von Hannover kommend Abfahrt Magdeburg Zentrum. Also relativ prominent, wo es eigentlich tagtäglich Tausende, Zehntausende Leute gesehen haben. Es ist eigentlich vom Prinzip ein Wahrzeichen gewesen. Bis 2012 stand das Kunstwerk an der exponierten Stelle an der A2. Dann wurde es abgenommen und im städtischen Bauhof Nord eingelagert. Da lag sie etwa so, naja, sag ich mal 10, 12 Jahre. Und dann wurde der ja geschlossen, der Betriebshof. Und dann kam Herr Tilch vom Tiefbauamt zu uns auf und zu und hat gesagt, habt ihr Interesse, die Stele zu übernehmen? Da haben wir gesagt, mach mal, gute Idee, passt zu uns natürlich auch als Technikmuseum. Und Herr Tilch war dankenswerterweise noch den Transport übernommen hierher. Und dann wurde es jetzt von früher bis jetzt aufgearbeitet von der Giese. Mitarbeiter von der Giese waren hier auch die ganze Zeit damit beschäftigt, das tonnenschwere Konstrukt vom Transport-Lkw zu holen und dann mit zwei Kränen auf den neuen Platz zu transportieren. Eine wahre Wetten-das-Aufgabe, denn zum Einfädeln des Sockels auf die Bolzen im Fundament war Millimeterarbeit erforderlich. Doch zuvor musste die Konstruktion natürlich aufwendig restauriert werden. Die Hülle von außen war noch eigentlich im guten Zustand, bis auf ein paar Moose, die entfernt werden müssen. Und wir haben versiegelt halt. Kam zum Vorschein, nachdem wir die Segmente abgetrennt haben, dass doch die Korrosion schon doch stark beigesetzt hat. Und wir mussten halt nicht nur den Korrosionsschutz betreiben, sondern mussten auch wieder Flachstahl einschweißen, um die Festigkeit wieder herzustellen. Wie man auch sieht an der Säule, es sind mehrere Segmente geteilt und die kann man halt abziehen. Und innen ist halt die Unterkonstruktion miteinander verschraubt. Das wurde alles erneuert. Denn die Unterkonstruktion ist aus normalem Baustahl gefertigt, nur die Außenhülle ist aus Edelstahl. Nun ist man sich aber sicher, dass nach der Aufarbeitung und der Korrosionsschutzbehandlung des Innern die Konstruktion auch für die nächsten 55 Jahre an dieser Stelle überstehen wird. Geschaffen wurde das Kunstwerk übrigens vom 2019 verstorbenen Magdeburger Metallgestalter Josef Pstock, von dem vielleicht das 1988 geschaffene Mahnmal am Standort der alten jüdischen Synagoge in Magdeburg zu seinen Bekannteren gehören dürfte. Ja, und mithilfe der eben zu DDR-Zeiten hier ansässigen Kombinate wie Skett, Stahlgießerei Rotensee ist dabei, Chemieanlagenbau Magdeburg, Werkzeugmaschinenfabrik und die Stahlgießerei Rundsee. Wobei sich das Skett noch mit einem Firmenlogo an der Spitze der Säule verewigte. Dieses ist jedoch verschollen. Überhaupt sind viele Informationen über das Kunstwerk verloren gegangen. Nicht einmal die Volksstimme hatte noch ein Foto von 1979 parat. Aber vielleicht können ja unsere Zuschauer noch helfen, zum Beispiel, weil sie wissen, wo unter anderem das Skett-Logo abgeblieben ist oder sie wenigstens ein Foto davon haben, vielleicht vom Tag der Einweihung oder so. Das heißt, wenn irgendwann mal was auftaucht, würden wir es gerne nachfertigen, aber wir haben keins gefunden, deswegen ist erstmal oben alles frei. Ganz frei stimmt natürlich nicht. Ein Edelstahldeckel verschließt nun das Loch am oberen Ende. Schließlich soll Regenwasser keinen neuen Rost verursachen. Jens Klein schraubte den Verschluss als letzte Maßnahme oben fest. Nun müssen nur noch ein paar Bolzen gesetzt werden und man plant eine Beleuchtung der Stele, damit man sie zu besonderen Anlässen illuminieren kann.